Also die erste Frage ist, wie gesagt, der Dauerbrenner, und zwar die Darmentleerung. Beim Fasten spricht man hier ja meistens zuerst von einer Darmentleerung, die zum Beispiel mittels Schargepflaume, mittels Bittersalz oder Glaubersalz durchgeführt würde oder mittels auch einer Kolonhydro oder eines doppelten Einlaufs. Und dann im Laufe der Fastenwoche im Rahmen mittels Einläufen, also jeden zweiten Tag, sagt man hier in etwa. Und da diese Antwort werdet ihr von mir jetzt ganz, ganz oft hören in diesem Video. Und zwar, es ist abhängig von der Fastenart. Ihr werdet im Kurs schon mitbekommen haben, dass es ja ganz viele verschiedene Formen des Fastens gibt. Es gibt Formen des Fastens, wo sogar relativ viel gegessen wird, wie beim Basenfasten, und es werden nur bestimmte Lebensmittel ausgelassen. Es gibt Formen des Fastens, wo man ganze Lebensmittel verarbeitet, wie Suppenfasten oder Smoothiefasten. Es gibt Fastenarten, wo auf bestimmte Lebensmittel gesetzt wird, wie das FX-Meyer-Fasten mit der Semmel und der Milch oder dem Dinkelbrötchen und der Sojamilch. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und dann gibt es natürlich auch das Buchinger-Fasten, wo man zwar aus ganzen Lebensmitteln etwas herstellt, aber man die Ballaststoffe entfernt und man dann Säfte trinkt bzw. Brühe isst am Abend. Und nachdem es so viele verschiedene Fastenarten gibt, kann man natürlich auch eigentlich so gut wie nie sagen, ja, die Darmentleerung ist essentiell, weil es natürlich auf den Ansatz, auf das Konzept dieser einen Fastenart ankommt. Zum Beispiel beim Basenfasten ist es nicht zwingend erforderlich, dass man eine Darmentleerung vollzieht, weil da isst man ja kontinuierlich, wovon da isst man sehr ballaststoffreich. Da isst man Kartoffeln, Gemüse, Nüsse etc., Öle, Samen, Kerne, frische Kräuter. Da bleibt der Darm ja die ganze Zeit eigenständig in Bewegung. Es gibt zwar immer wieder Leute, die sagen, für sie ist das ein liebgewonnenes Ritual, den Darm einfach einmal zu entleeren, damit er mal vor dem Fastenbeginn alles draußen ist, was dort noch so herumlungert, aber es ist zum Beispiel nicht erforderlich. Beim Buchinger Fasten gehört es jedoch zu diesem Konzept, zu diesem Programm und ist demnach wichtig. Es ist eben auch entscheidend, es werden alle Ballaststoffe aus der zugeführten Nahrung, unter Anführungszeichen, also aus der Flüssignahrung, herausgenommen, weswegen natürlich der Darm weniger Anreize hat, sich zu bewegen. Also zur Gänze wird er nie still sein. Und schon gar nicht, wenn man zum Beispiel nur eine Woche fastet. Aber er hat einfach nicht mehr so viel zu tun. Es ist nicht mehr so viel da, wo er sozusagen durch mechanische Reize, zum Beispiel den Mageninhalt zerkleinern müsste. Er muss nicht mehr durch die Darmperistaltik oder durch die Magenperistaltik den Lebensmittelbrei fortbewegen etc. Aber die Umstellung kann ein bisschen dauern. Und wenn man da noch sagt, die ersten zwei, drei Fastentage ist der Darm noch nicht völlig entleert, dann spürt man eben noch dieses Magengrummeln viel, viel stärker. Das kann dann eben auch als Hungersignal gewertet werden. Außerdem finden ja bestimmte Verdauungsabläufe weiterhin statt. Also es wird trotzdem ein bisschen Gallensäure abgegeben. Es lösen sich trotzdem immer wieder zum Beispiel Reste, Stoffwechsel, Endprodukte oder auch so Reste von den Darmzellen zum Beispiel. Und da lohnt es sich schon, dass die dort jetzt nicht ein, zwei, drei Wochen ruhen, sondern dass man die dann eben auch abtransportiert. Genau. Es werden dadurch einfach einerseits, das habe ich schon erwähnt, dieses Hungergefühl wird schneller abgestellt, aber eben auch andererseits andere Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und Schwindel. Es ist meistens wichtig, dass einfach zwei Arten der Darmentleerung stattfinden, dass man einfach auch be beginnt mit einer kompletten Darmentleerung, die eben auch den Dünndarm, den Magen beinhaltet. Und das macht man dann meistens, Entschuldigung, vor dem Fastenstart. Und dann in weiterer Folge, dann reicht der Einlauf, der natürlich nur kürzere Bereiche des Dickdarms erreicht. Es gibt mittlerweile Einrichtungen, die auch die Kolonhydrotherapie in Ergänzung anbieten. Das nimmt ein bisschen diese Angst davor, den Einlauf selber machen zu können. Darüber können wir auch in einem Video reden, wenn euch das interessiert. Schreibt mir einfach, ob ihr mehr über diese Kolonhydrotherapie
erfahren wollt, aber im Prinzip ist es eine Art des Einlaufs, die wesentlich umfangreicher mit mehr Wasser geschieht, aber eben durch zum Beispiel eine Krankenschwester durchgeführt wird. In Deutschland geht das auch durch Heilpraktikerinnen. Genau, also man muss dann nicht selber Hand anlegen. Jetzt habe ich einmal eine Frage an euch, und zwar, warum bereitet diese Darmentleerung so viele Sorgen? Also ist da eher eine medizinische Sorge dahinter, dass man zum Beispiel irgendwo gehört hat, dass das nicht gut fürs Mikrobiom ist, oder steckt da eher einfach diese Hemmschwelle, einen Einlauf zu machen dahinter, oder ist da ein bisschen, das gibt es schlechte Erfahrungen mit Bittersalz oder mit Glaubersalz, mag man den Geschmack nicht? Das würde mich nur einmal interessieren, weil ich kann natürlich viel besser auf eure Fragen und Wünsche und Ängste und Bedürfnisse eingehen, wenn ihr mir sagt, was euch da genau Sorgen bereitet.